Hallo Leute, ich grüße euch zu einer neuen Let's Play-Reihe zu dem Spiel Dayland. Der Grund, warum ihr mich so unheimlich schlecht verstehen könnt, ist folgender. Ich zeige euch das rechts. Man kann die Musik nicht regulieren, beziehungsweise die Musiklautstärke nicht regulieren. Aber man kann folgendes: die Musik ganz ausschalten. Witzig, oder? Also es gibt nur an, aber dann auch volle Pulle oder aus. Und dann ist hier Stille. Ja, jetzt gerade kommt mir das aber entgegen, dass Stille ist, dann versteht ihr mich auch besser. Wie gesagt, ich habe vor, eine kleine Let's Play-Reihe zu diesem Spiel Dayland rauszubringen in der nächsten Zeit. Das Spiel stammt aus August 2018 und versteht sich als ja, RPG mit Sandbox-Elementen. Es geht um Bauen, Farmen und. Kleine Aufträge und eine kleine Story steckt natürlich auch dahinter. Alles sehr seicht gehalten. Ja, sagen wir mal so kindgerecht. Aber macht einen ganz niedlichen Eindruck. So ist es wohl auch zu verstehen. So, ich schalte die Musik jetzt wieder ein. Ich verspreche euch, wenn das Spiel startet, dann wird die Hintergrundmusik leiser gestellt automatisch. Aber ab jetzt müssen eure Ohren das erstmal wieder ertragen, zumindest für ein paar Sekunden. Sofern der Track jetzt auch wieder spielt. Was er nicht tut. Okay, strange. Naja, ich rechne damit, dass die Musik bald wieder laufen wird. Wahrscheinlich spätestens, wenn wir jetzt ein neues Spiel anfangen. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe, wie ihr hier seht, einen kurzen Soundcheck schon mal gemacht und mir die Steuerung angeguckt. Der Rest ist auch für mich jetzt völlig neu und ich würde sagen, los geht's. Okay, ich glaube in der ersten Sequenz hat man gesehen, wie wir ganz klein noch hier auf diesem Planeten abgelassen worden sind. Warum, weshalb und wozu überhaupt, das erfahren wir da noch nicht. Drücke A, um zu beginnen, dann beginnen wir mal. Okay, ein neuer Tag beginnt, es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren von den Sträuchern am See. Neue Mission, sammle zwei Beeren von den Sträuchern nahe dem See. Ergibt Sinn. So, ich kann hier in so eine Ansicht gehen, da sehe ich dann hier den ganzen Planeten. Und da vorne ist der See. Eigentlich auf unserer 12 Uhr, so ziemlich. Und hier sollen Sträucher sein. Das sind nicht die Sträucher. Okay, angeln können wir später, aber nicht ins Wasser, so wie es aussieht. Da sehe ich Sträucher und da sind noch irgendwelche Beeren dran. Naja, schieben ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht übersetzt ins Deutsche.
Aber wir haben vorhin im Ladebildschirm schon gelesen, dass da stand, dieses Spiel nutzt eine automatisch gespeicherte Funktion. Auch nicht so pralle übersetzt. Eine automatische Speicherfunktion meinten die da wohl. So, ich habe nur ein paar sammeln können. Ich komme ein andermal wieder, um mehr zu holen. Okay, wer ist sie? Achtung, Sternenpatrouille. Moon hier und auf Aufklärungsmission. Ich hoffe, Moon ist so richtig ausgesprochen. Ich vermute mal, dadurch, dass sie aus dem All kommt, soll das irgendwie ein Wortspiel sein. Moon und Moon. So wie der Mond. Ich denke mal, dieses Zeichen über dem U soll das U so als langgezogenen Vokal ausgesprochen werden wollen lassen. Ihr versteht mich. So, Moon sagt weiter, ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Na, wo ist er denn? Ach, da. Ja, moin. Hey. Hallo. Hallo. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ich lebe alleine hier. Ich heiße Arco. Okay, unser Name ist Arco. Ich bin Moon, Entdeckerin bei der Sternenpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Er heißt Deiland. Deiland? Er erscheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich bin sicher, dass du Deiland zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte es schon satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeige dir, wie man eine Hacke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Okay, du hast ein neues Rezept. Ja, Rezept ist auch so eine Sache, ne? Ein Rezept für eine Hacke. Wir kochen uns eine Hacke. Wie wäre es mit einer Hacke, um den Boden zu bearbeiten? Sprich dann noch einmal mit Moon. Warte mal, Missionen kann ich mir hier anzeigen lassen. Ja, wäre schon cool mit einer Hacke, aber habe ich die jetzt? Nee. Also muss ich jetzt mit ihr sprechen und dann sagt ihr mir, wie ich die Hacke herstelle. Ich muss jetzt nicht schon Sachen sammeln. So verstehe ich das. Hey! Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ach so. Ist ja nicht so, dass hier ein riesiger, fetter Pfeil über diesem Zelt wäre, der wahrscheinlich sagt, geh hier hin und mach da was. So, in der Schmiede können Werkzeuge und Utensilien hergestellt werden. Schlafe ein paar Stunden, um deine Energie wieder aufzuladen. Okay, wir wollen aber schmieden. Eine Hacke. Ein Stein und ein Holz ergibt Hacke 1. Haben wir das schon? Nee, eigentlich nicht, ne? Hä? Oder kriegen wir die jetzt so tutorialmäßig einfach die Sachen? Weil in meinem Inventar habe ich da sowas eigentlich nicht. Ah, da unten kann ich auf Materialien gehen. Kann sein, dass es da drin war, das weiß ich jetzt nicht. Okay, wir haben Leben, Energie, XP. Oh, Hunger. Müssen wir auch drauf achten. Wir werden hungrig. Und da unsere Attribute oder Werte, Kraft, Intelligenz, Beweglichkeit, Ausdauer gibt's. Aha. Ja, gut. Okay, dann habe ich jetzt eine Hacke. Wird mir die hier angezeigt? Ja, ich weiß jetzt nicht, ich überlege gerade, ob ich die auch irgendwie auswählen kann. Ah. Da, jetzt habe ich sie in der Hand. Okay, ich habe eine Hacke. Übrigens scheint hier nachts die Musik auszugehen. Vermutung. Muss ich mal drauf achten. Hey! Moon, ich habe eine Hacke hergestellt.
Toll, wie ich sehe, bist du sehr geschickt. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Okay, lege mit der Hacke ein Karottenfeld an. Ist unsere neue Mission. Das überlege ich gerade. Ist das hier vorgegeben, wo wir das hin machen? Ja, irgendwie schon, ne? Oder kann ich hier auch einfach irgendwo mir so einen Acker schaffen? Nee. Also ich muss scheinbar die vorgegebenen Dinger hier nehmen. Ich nehme direkt das erste. Da sehe ich jetzt Karotten. Jetzt kann ich mit der Hacke allerlei Samen auf dem Planeten pflanzen. Ich suche einen Ort in Wassernähe, um zwei Pinienkerne zu pflanzen. Neue Mission, Pinie. Benutze die Hacke, um zwei Pinienkerne in Wassernähe anzupflanzen. Okay, Wassernähe ist hier. Ist das nah genug? Ja, oder? Hä? Aber wie pflanze ich die jetzt an? Oder ist das noch nicht nah genug? Muss das hier sein? Muss ich die Samen erst auswählen hier? Ah, ja, scheinbar schon. Achso, und die Linie zeigt mir an, ab hier wäre ich zu weit weg. Und hier kann ich pflanzen. Okay. Verstanden. Dann pflanze ich hier eine Pinie und... Jetzt muss ich den wieder neu auswählen. Natürlich schön. Ah, da drauf ist das, okay. Also ich spiele mit Xbox-Controller. Wie der ein oder andere durch die eingeblendeten Buttons wahrscheinlich schon erraten hat. Und da ist es X. Auf X wähle ich den Samen. So. Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Okay, der braucht nur eine Minute 50 und der... Eine Minute. Jo. Jetzt chill ich hier einfach nur ein bisschen rum, oder was? Ach guck, jetzt wird hell, jetzt setzt die Musik wieder ein, okay. Also Nachtruhe gibt's hier quasi. Ah, sie dreht sich immer zu mir. Sehr höflich. Ich spreche mal mit ihr. Ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich nur warten, bis sie geerntet werden können. Gut gemacht. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Moon, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deiner Anleitung. Okay, wir haben ein Hammer-Rezept. Wir können jetzt einen Hammer kochen. Und unsere neue Mission lautet, stelle einen Hammer her. Okay. Da brauche ich wieder Stein und Holz. Aber die habe ich doch nicht. Keine Ahnung, kriegt man die irgendwie so geschenkt dann einfach oder so? Hier im Inventar, unter Materialien. Okay, Holz. Holz ist wirklich drin. Aber die habe ich ja. Ich glaube, das ist gerade rechts eingeblendet worden. Die kriege ich jetzt, glaube ich, einfach so da rein gespawnt gerade, weil das so eine Art Tutorial ist hier gerade. So verstehe ich das. Oh. Da sind sie, meine Pinien. Kann man dem mal wachsen zugucken, ne? Ah, in 2 Minuten und 26 Sekunden kriegt er wieder einen Wachstumsschub, glaube ich. Ich denke, so funktioniert das hier. So, ich habe meinen Hammer ausgewählt. Hey! Jetzt habe ich einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Los.
Gebilde freigeschaltet, Lagerfeuer. Aha, aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt, ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Du hast ein neues Rezept, Axt. Okay, stelle eine Axt her, um Bäume zu fällen. Okay, Süße, ich gehe mal eben eine Axt kochen. Oh, mit meinem Axtrezept. Dafür braucht man... Ah, jetzt brauche ich Steine, die ich nicht habe. Ich habe nicht genug Material. Das ist richtig, Sherlock. Wo kriege ich die denn her? Hau ich jetzt einfach mit irgendwas hier drauf? Ah, ich hau mit meinem Hammer auf... den Stein. Und hab Stein. Was für ein Glück. Ich habe Mineralien im Gestein gefunden. Oh. Den hau ich auch noch. Dann habe ich noch mehr Stein. Mal gucken, was für Mineralien habe ich denn jetzt? Metall, okay. Na gut. So. Dann kann ich jetzt meine Axt herstellen. Gucken, muss ich sie jetzt nochmal hier ansprechen? Nun, ich habe meine Axt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt, und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Ich baue ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine und mit der Axt erhältst du Holz. Das kriege ich hin. Neue Mission, ein Lagerfeuer bauen. Okay, okay, okay. Mal gucken, was brauchen wir dafür? So geht's schon mal nicht. Da haben wir nur einen Punkt Garage, aber noch gesperrt. Achso, hier kann man dann bauen. So, Lagerfeuer hier so zwischen Zelt und Felsen. Ist das cool? Ja, hier ist eigentlich schön viel Platz, ne? Oder so Richtung Wasser so ein bisschen mehr, so. Wobei, man sieht es eh nicht, aber... Ja, hier finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich es ja eh noch nicht bauen kann. Denn ich brauche noch Stein, einen und viermal Holz. So, dann kloppe ich jetzt erstmal den Stein hier weg. Der ist eh ganz doof an meinem Feld. Oder meinem Karottenbeet. So. Und Holz. Boah, die sind mal groß geworden jetzt schon. Kloppe ich da jetzt einfach die Bäume weg, die ich gerade erst gepflanzt habe, oder? Ja, warum nicht, oder? Sind die jetzt eigentlich ausgewachsen? Na. Ja, sonst kommen, nehme ich doch die hier. Mein Gott, ist doch egal. Okay, schneiden. Okay, ich schneide einen Baum. Ich hacke ihn nicht, ich schneide ihn. Ah, und das kann man jetzt auch noch... Die Wurzel kann man auch noch zerhacken. Schneiden, Entschuldigung. Okay, wenn ich es aufheben will, muss ich einfach quasi drüber gehen. Der bückt sich dann und hebt auf. Dann pflanze ich hier direkt mal welche nach. Ach, die sind nicht nah genug am Wasser. Keine Ahnung, was das ist. Ist hier noch irgendwo was da? Nee. Ist nur der See hier. Ja, dann kann ich jetzt erstmal nur... Ich vermute, dass ich später sowas wie einen Brunnen oder irgendwas zum Bewässern bauen kann. Und dann kann ich wahrscheinlich auch woanders Bäume pflanzen. Vorerst mache ich das dann hier. Der kommt hier hin.
Da ist es ein schöner Ort für einen Baum. So, dann haben wir das und dann... Na, so. Denke ich, dass ich jetzt hier so... Na, hier... ein Lagerfeuer hinbauen kann. Es ist fertig. Ich sollte es anzünden. Feuer machen. Okay, da brauche ich zwei Holz. Wie viel habe ich jetzt? 6. Passt. Wow! Mann, kann die Hitze spüren. Man kann die Hitze spüren. Es ist schön, am Feuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Aber sei vorsichtig. Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich. Das werde ich nicht vergessen. Neues Rezept, eine Fackel. Erkunden wir den Planeten. Ich würde gerne sehen, ob es hier etwas Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeige es dir. Neue Mission, nimm Moon mit, um das Gebilde auf dem Hügel zu untersuchen. So, ich mache meine Hand frei, dann können wir Händchen halten. Irgendwo konnte man das sehen. Unten links sieht man jetzt hier, was diese Marker, die eingeblendet werden, bedeuten. Weiß, da geht's nach Hause. Gelb, da geht's zu einem Besucher. Blau, da geht's zur Mission. Und violett, da geht es zu einem Feind. Wir müssen zu einer Mission hier. Diesem Pfeil können wir hinterherrennen. Oder... Da, gelb wurde gerade eingeblendet. Besucher, das ist dann hier Moon. Naja, die folgt uns jetzt, dann ist das schwierig, die nicht mehr im Blickfeld zu haben. So, da geht's in Richtung Mission. Hier, das ist wohl gemeint gewesen. Was machen wir jetzt hier? Was muss ich hier machen? Ah, da muss ich hin. Hier ist es. Moment mal. Laut meinen Daten handelt es sich hierbei um einen alten Altar, einen Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, Moon, mein Anhänger leuchtet anders. Monster, mach dich bereit für einen Kampf. Okay, neue Mission, besiege die Monster. Wie? Hammer? Axt? Wo sind die überhaupt? Okay, das hier ist das Symbol für Gegner, oder? Nicht? Ah ne, das ist... Ne, weiß ist zu Hause, Feinde müsste so genau violett sein, habe ich ja gerade noch gesagt, da. Da müssen die irgendwo sein. Sind die überhaupt schon hier auf dem Planeten, oder sind die im All... Ach da, da ist... ja, wie mache ich das denn? So? Ah. Okay. Ja, das sind ja wirklich grausam aussehende Monster. nicht. Na gut. Also hier soll noch eins sein. Irgendwo. Laut Marker. Da. Das böse, schreckliche Avocado-Monster. Nee, aber wir können irgendwas aus denen gewinnen, scheinbar. So, dann spreche ich nochmal Moon an. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Okay, also haben wir noch irgendwo Monster. Da. Uff. Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages mit auf andere Abenteuer nehmen. Das wäre toll, Moon. Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für den Besuch. Kommst du wieder? Natürlich. Kümmere dich währenddessen um D-Land und verteidige es gegen die Monster. Das werde ich. Guter Junge. Er ist guter Junge. Bis zum nächsten Mal, Akku. So. Okay, jetzt haben wir hier dieses Säckchen nicht... von dem Monster nicht schnell genug aufgehoben, deswegen ist es wohl despawned. Wo ist mein Zuhause? Warte mal, ich muss doch jetzt hier so einen weißen Marker sehen, da.
Okay, tipptopp. Ich gehe mal hier ins Feuer. Bisschen verletzt bin ich. Mal gucken, ob sich das selbst wiederherstellt oder ob ich da etwas essen muss. Ja, damit sind wir oder beenden wir hier am Lagerfeuer die erste Folge von D-Land. Sieht ganz nett aus. Da ist schon die nächste Aufgabe, Brunnen bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Für diese Folge sage ich danke fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.